Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Favoritenvideo. Und ich denke mal, dieses Video wird etwas länger werden, also holt euch am besten was zu trinken oder so, weil ich habe heute mal etwas mehr als sonst zusammengesucht, was mir in den letzten Monaten so gefallen hat, da ich ja relativ selten leider Favoritenvideos mache, aber das soll sich auch ändern. Und ja, deswegen fange ich jetzt am besten gleich mal an und zwar fange ich mit Tools, denke ich mal, als erstes an. Und zwar habe ich hier stellvertretend einmal von Luvia die Pinsel. Und zwar habe ich hier einmal den Highlighter-Pinsel und den Konturpinsel. Aber ich finde alle von Luvia so wunderschön. Und die werde ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken, sowie alles andere, was ich so finde von den Sachen, die ich euch zeige. Und die sind so weich und dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach bombastisch. Und ich glaube, die sind sogar vegan. Denke ich. Ich will euch jetzt nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, Link ist in der Infobox. Und die kann ich euch echt nur empfehlen. Und dann auch noch Pinsel, die es bei DM gab. Die hat mir meine Mutti geschenkt. Das sind diese Einhornpinsel. Und ich liebe diese Pinsel. Ich habe jetzt den Blush-Pinsel und den Puderpinsel. Und die benutze ich echt immer, wenn ich mich fertig mache. Und die sind einfach nur ein Traum. So, dann habe ich noch einen Beauty Blender. Der ist extrem dreckig, aber der wird irgendwie nicht mehr sauber. Falls ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt sie mir gern, weil ich habe den noch nicht lange. Ich habe den erst seit Ende Januar. Und ja, ich mag den echt voll. Aber wie gesagt, der geht nicht sauber. Vielleicht war es auch ein Fehler, einen weißen zu nehmen. Aber ich liebe den Beauty Blender und auch wenn er teuer ist, den werde ich mir irgendwann, denke ich mal, auf jeden Fall wieder nachkaufen. Und eine günstige Alternative, die ich auch nicht mehr sauber kriege, der auch schon wieder kaputt geht, von Real Techniques, der Sponge, der ist auch so, der hat hier so eine abgeschrägte Fläche, damit trage ich immer alles auf. Und den habe ich mir auch schon mehrmals nachgekauft, kostet glaube ich 6-7 €. Gibt es auch bei DM und den kann ich euch echt empfehlen als günstige Alternative zu dem originalen Beauty Blender. Dann machen wir mal weiter mit Pflege. Ja, wo fange ich denn hier an? Ich habe für die Lippen von Lush das Chocolate Lip Peeling. Das schmeckt einfach mega lecker nach Schokolade. Und ich liebe die Lush Peelings. Mein letztes mit Cola-Geschmack war ja leider schlecht geworden. Aber dieses benutze ich jetzt öfter. Das ist jetzt noch haltbar bis März 2019. Und bis dahin werde ich es, denke ich mal, definitiv leer haben. Und das schmeckt nach Schokolade und Orange. Und das kann man halt sich auf die Lippen machen, peelen. Und dann kann man das auch essen, wenn man möchte. Und das schmeckt, wie gesagt, echt lecker. Dann eine Gesichtscreme, ja, machen wir hier weiter, von Neutrogena, das Hydro Boost Creme Gel. Das gab es mal in einem Set mit den Abschminktüchern und meins ist jetzt auch fast leer, würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Das spendet der Haut mega, mega gut Feuchtigkeit, kann ich euch echt empfehlen. So, dann Abschminktücher von Nivea. Ich habe jetzt nur noch die Micellenreinigungstücher da, mit dem Flamingo waren die. Die riechen so unglaublich gut. Wenn es diesen Geruch als Duft gibt, dann würde ich mir das auf jeden Fall kaufen. Aber allgemein die Nivea Abschminktücher liebe ich, kaufe ich immer wieder nach. Kann ich euch echt empfehlen. Ich zum Beispiel komme persönlich mit den BB Abschminktüchern überhaupt nicht klar, was ja viele andere immer benutzen, aber bei mir brennen die total und ich liebe halt die Nivea, die brennen nicht, nehmen alles runter, mega mega gut. Dann auch noch zum Abschminken nehme ich immer von Garnier das Micellenreinigungswasser All in One, das ist mit dem gelben Öl und ja, das werde ich mir auch nachkaufen. Noch habe ich genug Micellenwasser, zwar nicht dieses, sondern immer nur einfaches, aber ja, erstmal die anderen ein bisschen aufbrauchen und dann kaufe ich mir das auf jeden Fall wieder nach. Gibt es jetzt, glaube ich, auch in einer kleinen Größe bei Rossmann. Dann Masken habe ich immer stellvertretend. Einmal von Balea habe ich jetzt hier die Porenfeinklärende 3-Minuten-Maske. Ich mag meistens alle Balea-Masken. Ich habe davon
noch nie irgendwie Probleme bekommen mit der Haut. Die ist jetzt für normale und Mischhaut. Und die habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, Balea-Masken sind eigentlich immer voll gut. Preis-Leistung stimmt einfach. Dann eine, oder die nächsten zwei sind etwas teurer. Und zwar habe ich hier jetzt von Sephora die Algen-Face-Mask. Und ich liebe diese Sephora-Masken. Aber die sind halt schon teurer. Und hier ist auch kein Sephora oder so in der Gegend. Deswegen komme ich da auch nicht so ran. Aber wenn ich mal wieder in Hamburg bei meiner Freundin bin, dann kaufe ich mir, denke ich, mal wieder welche. Und von Lush, die Masken liebe ich auch. Ich habe jetzt hier die Bunny Moon Jelly Gesichtsmaske. Und zwar, wie der Name schon sagt, ist das halt einfach so eine Jelly-Maske. Da, wie man sieht, wie diese Jelly-Duschgele. Und die tut man sich einfach auf die Hand, dann ein bisschen reiben und dann wird die flüssig sozusagen wie eine normale Maske. Und dann kann man die sich wundervoll ins Gesicht klatschen. Und die ist jetzt mit Honig und Kamille, um die Haut zu beruhigen. Genau, dann habe ich zwei Handcremes. Einmal von Tony Moly, die Panda-Handcreme, die habe ich mir auch schon nachgekauft. Das ist schon mein zweiter Pott. Habe ich jetzt noch nicht benutzt, aber die riecht so unglaublich krass gut und sieht mega süß aus. Kann ich euch echt empfehlen, gibt es bei Sephora. Und ich glaube, bei Amazon weiß ich gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Das letzte Mal habe ich die nicht gesehen, aber ich schaue auf jeden Fall mal nach einem Link für euch. Und eine, die ich im Adventskalender vor 2 Jahren, glaube ich, hatte, von Balea, die Handcreme Urea für sehr trockene Hände. Die benutze ich jetzt immer vorm Schlafengehen, weil ich die aufbrauchen möchte. Und es ist auch echt nicht mehr so viel drin. Aber ich habe genug Handcremes, sonst würde ich mir die auf jeden Fall auch nachkaufen. Und für sehr, sehr trockene Hände ist das echt mega, mega gut. Dann habe ich eine Bodylotion von Lush, die Once Up in a Time mit Limette und Zitrone. Das war eine Weihnachtsedition, also die bekommt ihr leider nicht mehr, aber die riecht so unglaublich gut. Manchmal schmiere ich mich einfach nur vorm Schlafengehen damit ein, damit ich so rieche und mit dem Geruch einschlafen kann. Und man duftet am nächsten Morgen immer noch danach. Vielleicht gibt es sie ja dieses Jahr wieder in der Weihnachtsedition. Einfach mal nachschauen, die ist vegan. Und ja, wie gesagt, aber Lush hat ja auch echt andere tolle Standard-Bodylotions. Ist jetzt auch wieder mehr oder weniger nur stellvertretend. Dann hatte ich bei einem Gewinnspiel von The Body Shop das hier gewonnen gehabt. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und zwar einmal das French Grape Seed Scrub. Das benutze ich zurzeit. Man sieht noch nicht, dass ich wirklich was benutzt habe, aber ich benutze es jetzt immer, wenn ich baden gehe. Und der Geruch ist extrem mega, mega krass gut. Und das peelt die Haut auch echt schön und man hat danach dieses, ich habe mich schon eingecremt Gefühl und das liebe ich ja und deswegen perfekt. Und dann noch die Ethiopian Green Coffee Cream. Das ist eine Bodylotion. Und der Geruch ist halt wieder genauso und einfach nur unglaublich mega krass gut. Würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Aber diese Riesenpötte, das sind 350 Milliliter und das Peeling, hier sind auch 350 Milliliter. Aber das reicht halt echt eine sehr, sehr lange Zeit. Deswegen brauche ich da demnächst nichts nachkaufen. Dann, was das Baden angeht. Natürlich, wer hätte es anders gedacht? Badekugeln. Hier habe ich jetzt die Intergalaktik, das ist meine liebste Badekugel. Die kaufe ich echt immer, immer wieder nach. Aber steht natürlich stellvertretend für so ziemlich alle Lush-Badekugeln. Auch wenn sie etwas teurer sind, das lohnt sich echt, meiner Meinung nach. Man muss sie ja nicht mit einmal benutzen, man kann die sich auch zerschneiden und zerteilen und dann reicht die auch für zweimal. Das wäre auch nicht das Problem. Und dann, welche ich auch lieben gelernt habe von Freckle Moon, die Duschperlen, Badeschaum, wie auch immer, Badezusätze. Hier habe ich jetzt gerade Mango. Ich habe auch noch ein paar und da reicht halt auch nur ein halbes Tütchen und die Wanne, oh Gott, jetzt krabbelt in der Nase. Und die Wanne ist halt echt mit Schaum voll. Ich benutze die auch so 2-3 Mal, dafür reicht das definitiv. Weil, wie gesagt, sonst hat man halt nur Schaum und überhaupt kein Wasser drin und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt einfach mega. Die neuen Düfte sind auch extrem geil und ach, ja, schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Als nächstes kommen wir zur Kategorie Haare. Da habe ich Shampoos von Garnier und zwar die Wahre Schätze. Ich habe auch noch die Honigreihe da und ich liebe alle Wahre Schätze Shampoos. Das ist jetzt einmal das Tonerde und Zitrone für normal bis schnell fettendes Haar, weil meins zurzeit irgendwie extrem eskaliert. Ich könnte jeden Tag waschen. Ich hatte es mal so weit, dass ich es alle 3 Tage waschen konnte, aber ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass ich die Pille abgesetzt habe und deswegen ist das alles ein bisschen durcheinander. Und ja, deswegen hatte ich mir jetzt das mal mitgenommen. Mal schauen, ob das was bringt. Und dann habe ich hier noch das für sehr trockenes und beanspruchtes Haar. Es ist beansprucht, trocken ist es nicht. Und zwar ist das mit Olive. Und das riecht mega, mega geil. Habe ich jetzt auch noch nicht benutzt, die beiden. Aber wie gesagt, ich liebe eigentlich alle. Die Honigreihe habe ich schon öfter aufgebraucht. Und jetzt habe ich die beiden zum Testen mal mitgenommen. Ein Haarspray von Syoss, das Max Hold Haarspray in der Farbe, genau, in der Stärke 5. Das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich weiß, Syoss ist jetzt nicht die beste Marke, aber ich mag den Geruch und das hält halt auch bombenfest. Und ich kaufe mir halt immer das Grüne. Kann ich euch sehr empfehlen. Gibt es auch öfter mal im Angebot. So, jetzt noch zwei Haarprodukte und zwar einmal von Isana die Express Sprühkur Anti-Frizz. Die ist fast leer. Werde ich aufbrauchen. Würde ich nachkaufen. Der Geruch ist etwas speziell am Anfang, aber man gewöhnt sich dran und dann ist der eigentlich echt geil. Und bei mir verfrizzelt nichts mehr eigentlich und ich komme da super durch beim Kämmen und würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Genauso wie von Got2p Schutzengel das Hitzeschutzspray. Der Duft ist einfach mega. Es ist auch fast leer. Benutze ich immer beim Föhnen. Jetzt habe ich es immer an der Luft trocknen lassen, wenn es zu warm war. Aber wie gesagt, das ist auch fast leer. Kaufe ich mir aber auf jeden Fall nach. Falls ihr noch irgendwie andere Hitzeschutzempfehlungen habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielleicht probiere ich dann auch erstmal was Neues aus. Genau, das waren jetzt meine Haarsachen. So, kommen wir zu Düften. Da habe ich einmal die James Bond Düfte. Ich habe hier jetzt das Roséfarbene und das Schwarze. Ich finde beide mega, mega gut. Das Neue habe ich noch nicht. Ich liebe sie. Preis-Leistung ist einfach bombastisch. Bei mir halten die auch echt lang. Und ja, die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn sie wieder leer sind und wenn ich meine anderen Parfüms aufgebraucht habe. Dann eins, was ich wiedergefunden habe von One Direction, That Moment. Hatte ich mir nur gekauft wegen dem Flakon. Ich habe One Direction nie gehört. Aber der Duft ist auch mega, mega gut. Und wie gesagt, nur wegen dem Flakon geholt. Und das habe ich jetzt wiedergefunden beim Umzug. Und jetzt benutze ich das immer. Und das ist echt große Liebe. Hält auch extrem lang, der Duft, finde ich. Und das sind 50 ml. Das ist das Eau de Parfum. Weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich schaue und wenn, dann ist der Link auf jeden Fall unten in der Infobox. Und mein All-Time-Favorite, den ich auch immer wieder nachkaufe, von Nivea Man, der Deo-Roller Invisible Black and White. Und ja, ich nehme Männer-Deo-Roller, weil ich erstens den Geruch besser finde als die bei den Frauen und zweitens bringt der bei mir einfach mehr als die nach Blümchen duftenden für Frauen. Ich weiß nicht, also mit den Frauen-Deo-Rollern komme ich überhaupt nicht klar. Ich habe schon so viele probiert, Rexona, Dove, alles Mögliche. Aber nur der bringt es bei mir irgendwie, keine Ahnung. Deswegen kaufe ich halt immer wieder den nach. Und wie gesagt, mag den Geruch auch, von daher großer Favorit. So, jetzt kommen wir zu den Make-up-Produkten. Da habe ich als erstes die Kat Von D Alchemist Highlighter Palette. Und wie man sieht, ich benutze die so, so oft. Und ich müsste sie mal sauber machen. Ich liebe diese Palette einfach so abgöttisch. Ich swatch die euch mal. Also ich bin echt in love. Erst dachte ich so, gut, paar 30 Euro, die glaub kostet, ist echt übertrieben für ein paar Highlighter, aber es lohnt sich. Schaut euch das mal an, ganz ehrlich.
Ich bin immer noch so verliebt. Ich habe die jetzt schon seit Oktober benutzt, die echt fast durchgängig. Und es sind einfach so traumhaft schöne Highlighter. Und ja, wenn ihr auch auf solche ausgefallenen Highlighter, die nicht so natürlich sind, steht, dann schaut ihr euch auf jeden Fall an. Große, große Liebe und große Empfehlung. Dann eine Lidschattenpalette, die ich auch so gut wie immer benutze, von Too Faced, die Chocolate Bar Palette. Und da sieht man auch bei einigen Farben, dass sie schon sehr gut benutzt sind. Vor allen Dingen dieser Ton hier, den benutze ich eigentlich immer. Und die riecht so unfassbar gut. Und die würde ich mir auch echt wieder nachkaufen, ganz ehrlich. Also wenn meine Lieblingstöne daraus, also den ganz pinken, würde ich jetzt vielleicht nicht aufbrauchen können. Aber die anderen so, dann würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Ich will mir auch noch die Peach-Palette und die jetzt neue rausgekommen sind von der neuen Serie. Das würde ich mir auch alles holen irgendwann demnächst. Aber erstmal ein bisschen was aufbrauchen, weil ich ja dann auf High-End-Kosmetik mehr umsteigen will. Zumindest will ich auf jeden Fall mal die Too Faced-Sachen ausprobieren, auch die Foundations und alles. Und das ist echt große, große Liebe, seitdem ich sie habe. Dann von Catrice das Prime and Fine Mattifying Powder in Waterproofed. Großes Hit the Pen. Benutze ich immer für unterwegs, da von Essence das immer kaputt geht bei mir. Und ja, wie man sieht, wie gesagt, Hit the Pen. Bin ich am Aufbrauchen. Würde ich mir nachkaufen, mache ich aber nicht, weil noch habe ich genug. Dann ein Mono-Lidschatten von Catrice. Es ist dieser holographische. Der ist auch so unglaublich schön, der jonchiert so und der ist so weich und oh, ich liebe diesen Ton. Da sieht man das, glaube ich, ganz gut. Der hat so einen grünen Schleier dann drüber. Und der ist echt unglaublich schön. Den kann man in diese Klickpaletten machen. Und das ist die Farbe 140 Secrets of Le Chrome. Und der ist so wunder, 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 wunderschön. Preis-Leistung stimmt definitiv bei dem. Oh, ich liebe diesen Ton. Dann ein Blush von Essence, das Matte Touch Blush. In der Farbe 20 Bury Me Up. Benutze ich eigentlich auch sehr gut, wie man vielleicht erkennen kann. Okay, man sieht es in der Kamera nicht so gut, aber das Muster ist halt schon fast komplett weg. Hier sieht man es eigentlich noch voll gut, aber eigentlich ist es auch schon wieder fast weg. Und das ist halt einfach nur so ein schöner Alltagsblush, den man aber auch voll gut aufbauen kann. Und wenn es schnell gehen muss, liebe ich den. Benutze ich eigentlich auch fast so gut wie immer. Dann ein Highlighter von Catrice, die 010 Light Fusion. Ich denke mal, den kennt auch jeder. Das ist so mein Alltagston, wenn ich nicht gerade die holographischen benutzen möchte. Hat eigentlich fast jeder zu Hause. Der ist einfach nur Silber und geht schnell und leicht aufzutragen. Hat man keine Probleme damit, wenn es schnell gehen soll. Perfekt für die Arbeit. Dann noch einen, der eigentlich ein Eyeshadow ist von Kiko. Der war im Adventskalender ein Wet n' Dry Eyeshadow in der Farbe 01. Ich benutze den aber wenn dann eher als Highlighter, weil das ein wunderschöner Highlighter-Ton ist. Da sieht man den. Das ist halt einfach nur ein wunderschönes Gold. Und als Highlighter ist der echt wunderschön. Großer Favorit von mir. So, was haben wir denn noch hier? Foundations habe ich drei Stück. Einmal von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe 010 Light Beige. Liebe ich, ist jetzt auch in meinem Schminkkörbchen wieder drin. Mal schauen, welches Video als erstes online kommt. Auf jeden Fall die große Liebe. Dann eine, die auch fast aufgebraucht ist, wie man sieht. Von Barry M. die Flawless Matte Finish Oil Free Foundation in der Farbe Ivory. Die würde ich mir definitiv nachkaufen. Die ist so gut. Die riecht auch echt angenehm und wie man sieht, wie gesagt, schon fast leer. Leider Gottes. Und von Rimmel die Lasting Finish Foundation in der Farbe 100 Ivory. Ist auch fast leer. Sieht man jetzt hier nicht so, aber die ist
mega gut, hatte ich mir mal in Südtirol gekauft, würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Jetzt kommt ein Traktor vorbei. Ja, Lippenpflege habe ich noch. Einmal so ein Stift, das ist einfach nur purer Honig, den habe ich mir auch in Südtirol im Kloster gekauft. Die machen die dort und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Habe ich mir auch schon vorgenommen, das dann wieder nachzukaufen, wenn wir wieder unten sind, weil der halt bald leer ist. Aber der gegen spröde Lippen, perfekt, perfekt. Und was ich bei diesem Gewinnspiel gewonnen hatte von Love, das About Me Smoothing Balm, whatever. Und zwar ist das dieses, oh, dieses hier. Und ja, das pflegt mega gut. Es riecht echt angenehm und das benutze ich eigentlich auch jeden Abend. Meistens im Wechsel zu dem. Und das ist auch leider schon bald leer, würde ich mir aber auf jeden Fall auch wieder kaufen. So, für die Augenbrauen habe ich vom P2 das Eyebrow Styling Gel in der Farbe 010 Light. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ich komme mit dem Bürstchen mega gut klar. Das hat noch so kleine Fasern, die die Augenbrauen verdichten sollen. Und ja, habe ich auch schon ein paar Mal leer gemacht. Dann, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. Dann ein Concealer. Und zwar von Catrice die Liquid Camouflage in der Farbe 010 Porcelain. Habe ich auch schon oft aufgebraucht. Würde ich mir auch nachkaufen. Habe aber noch genug Concealer. Und will dann auch mal teurere Concealer erstmal ausprobieren. Sonst kann ich den dann immer noch wieder kaufen, wenn ich mit den teureren nicht klarkomme. Die zu schnell leer gehen. Whatever. Aber ich liebe den einfach. Ist einfach Beste. Dann zwei Mascaras. Einmal von Catrice die Glam and Doll in Waterproof. Habe ich auch schon mal aufgebraucht. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Die macht bei mir unglaublich schöne Wimpern. Und Gummibürstchen, aber ich würde sagen, die kennt jeder, genauso wie die Benefit Roller Lash Mascara. Die macht bei mir auch unglaublich schöne Wimpern, würde ich mir nachkaufen, aber erstmal möchte ich die Bad Girl Bang Mascara probieren. Und dann wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für Nachkaufen. Für die Lippen habe ich drei Produkte. Einmal den Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick in der Farbe 21. Den trage ich auch auf den Lippen. Ist ein schönes Nude, ein bisschen Rosenholzfarben. Traum. Hält bombastisch. Und dann noch von Essence die 07 Natural Beauty. Ist auch einfach nur ein Alltagston, Alltags-Nude-Ton. Ich hoffe, man sieht das. Halbwegs. Sind gerade ein paar Wolken aufgezogen, aber ich hoffe, das Licht funktioniert noch. Dann von NYX den Liquid Suede in der Farbe Stone Fox. Das ist einfach nur ein wunderschönes Grau. Wenn es ein bisschen ausgefallener sein soll, trage ich den mega, mega gern. Der hält auch voll gut und großer Favorit von mir. Das letzte Make-up-Produkt von Balea, das Tarte Perfection Erfrischungsspray. Bald leer, kaufe ich mir auf jeden Fall irgendwann mal wieder nach. Aber erstmal möchte ich da auch eher im High-End-Bereich was ausprobieren. So, das räume ich mal schnell wieder in die Kiste. So, dann habe ich ein paar Yankee Candles. Eigentlich liebe ich ja fast alle, je nachdem, wie sie halt riechen. Und zwar meine Favorites sind einfach die Votivkerzen. Da habe ich jetzt einmal Moroccan Argan Oil. Das werde ich mir auf jeden Fall irgendwann noch im Glas kaufen. Dann Crackling Wood Fire. Weiß ich gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Aber das riecht einfach nur. Oh, das sind. Ich kann Düfte echt nicht beschreiben. Aber es sind alles solche warmen, tollen Düfte. Und dann noch Warm Cashmere. Das riecht auch so unglaublich gut. Und eins, was es leider nicht gibt, weil es das zu Halloween gab, Forbidden Apple. Das riecht einfach nur nach mega geilen grünen Apfel. Das ist echt ein Traum. Traumhaft schön. Eine große Kerze, die leider aus dem Sortiment gegangen ist, deswegen will ich sie eigentlich gar nicht mehr anbrennen.
ist Egyptian Musk. Und das riecht einfach nach. Ich kann es halt echt nicht beschreiben, aber es riecht halt einfach extrem geil. Das ist so ein richtig schöner, frischer Badezimmerduft, wie wir würden jetzt andere sagen. Würde ich mir nachkaufen, gibt es aber leider nicht. Falls es den irgendwann wieder geben sollte, würde ich mir den auf jeden Fall wieder nachkaufen. Jetzt habe ich noch ein paar Putzfavoriten. Ja, gibt es bei mir auch. Einmal von Denkmit Bürstenkomplize. WC-Reinigungsgel ist jetzt eine Limited Edition gewesen. Weiß nicht, ob es das noch gibt. Und das riecht so mega gut. Ich weiß nicht nach was, aber vielleicht habt ihr es ja auch. Und es macht richtig Spaß. Aber hier steht auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall macht es richtig Spaß damit, das Klo sauber zu machen. So dämlich es klingt, aber es riecht halt gut. Und irgendwie ist die Verpackung auch voll süß. Genauso wie auch von Denkmit Fleckweg Edition Badreiniger Kachelkönig. Ist auch aus der Edition, riecht halt auch mega gut. Und damit macht Bartputzen echt Spaß, glaubt's mir. Oder glaubt's mir nicht, aber es ist einfach ein Fakt. Vielleicht gibt es das noch, ich weiß es nicht. Ich habe es bei uns jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe mir das einmal gekauft und den zweimal. Ja, dann einmal für die Waschmaschine von Lenore, die Unstoppable Wäsche, Parfüm, Lippenstift, Perlen in der Geruchsrichtung Dreams. Und das riecht einfach mega süß und lecker und geil. Und oh, ich liebe diese Unstoppable Dinger, aber die sind halt immer so teuer. Der Nachteil. Und mein heiliger Gral von Ja, der Allzweckreiniger Ocean. Mit dem kriegt man halt alles weg. Jeden Scheiß kriegt man damit weg. Ich hatte solche Scheißflecken auf dem Fußboden hier und ein bisschen pur auf dem Lappen und oh, Traum weg. So mit anderen Zeug sind die null weggegangen, aber mit dem Zeug. So, jetzt habe ich noch mein Favorite für mein Handy. Meine Lieblingshandyhülle und die ist halt so schwarz und glitzernd, wenn man das sehen kann. Ich liebe diese Handyhülle, seitdem ich sie habe und die gab es bei Amazon. Ich habe das iPhone SE, falls irgendjemanden interessiert. Ich schaue mal, falls jemand das von euch haben sollte, ob ich den Link noch finde zu der Hülle. Und hier sieht man dann halt das Apple-Zeichen und da mein Handy ja dieses Rose Gold, whatever, rosa hat, sieht das halt voll schön aus. Ich liebe diese Hülle. Und jetzt habe ich noch zwei Esssachen und dann haben wir es auch schon geschafft. Einmal Knoppers Riegel. Es ist eine Sucht. Genauso wie das andere, was ich euch gleich zeige. Weil diese Knoppers Riegel sind echt ein Traum. Wer auf diese Idee gekommen ist, der hat echt einen Preis verdient. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Meine Mutti auch, die kauft die auch immer. Ich habe sie damit angesteckt. Und noch so ein Favorit. Also. Das kaufe ich echt jedes Mal, wenn wir einkaufen sind, wieder nach. Und zwar von Funny Frisch. Funny Frisch. Die Kessel Chips in Sweet Chili und Red Pepper. Das sind diese hier. Davon kann ich locker eine Tüte am Abend essen. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der eine Tüte Chips am Abend isst. Aber die sind einfach nur so mega geil. Ich mag es ja eigentlich nicht so scharf, aber die brennen ein bisschen. Aber jetzt auch nicht zu extrem, dass man sagt so, nee, ist too much. Also wenn ihr so eine leichte Schärfe mögt, schaut euch die mal an. Die sind echt ein Traum. Die sind so geil. Und jetzt kriege ich schon wieder Hunger auf die. Ja, und das waren jetzt alle meine Favoriten. Dieses Video ist echt lang geworden und ich hoffe, ihr habt überhaupt bis hierher geschaut. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, über einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Schaut gerne in den letzten Videos vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!